Herzlich willkommen zurück zu Let's Play We Play. Seid nicht zu laut, Leute, mein Mii ist gerade eingeschlafen und ich möchte es nicht stören. Nein, natürlich wollen wir jetzt weiterspielen. Wir haben in der letzten Folge beim Mii-Posenspiel die Goldmedaille erreicht und heute wollen wir die Goldmedaille beim Laserhockey erreichen. Na komm, wach auf. Na also. Hallo. Immer schön Like geben, Leute, ne? Das wisst ihr. Okay. Ja, los geht's, wir wollen gar keine Zeit verschwenden. Und wir fangen sofort an. Okay. Wir wissen ja, wir müssen mehr als 9 Punkte erreichen, damit wir... Okay. 9 Highscore haben, der ja auf jeden Fall zwingend erforderlich ist für eine Medaille. Aber wahrscheinlich brauchen wir mehr als 10 Punkte, um überhaupt eine neue Medaille zu erreichen. Ich weiß es aber nicht. Oh Mann, das dauert hier schon wieder so lange. Okay, starten wir gleich mal neu. Das hat nämlich schon wieder ziemlich lang gedauert hier. Ich versuche möglichst viele Tore möglichst schnell zu machen. Sonst läuft uns einfach die Zeit davon, die ja unten abläuft. Okay. Ist 1-0 gleich mal gelandet. Am besten möglichst direkt über die Bande. Ja. 3-0. 4-0. Hätte ich gleich mal so machen sollen, ne? Ah, okay. 5-0. Okay, das ist schon mal sehr gut bis hierhin. Na, komm schon. Ja, 6-0. Perfekt. Ja, 7-0. Sehr schön, wir haben immer noch 88 Sekunden Zeit. Ja, das dauert jetzt schon wieder ziemlich lange hier. Okay, aber 8-0. So, fast 9 Highscore, noch nicht ganz. Okay, komm schon. Na komm, jetzt gib mir den Punkt. Okay. Wir sind nicht auf dem gleichen Stand wie vorhin. Jetzt brauchen wir noch mehr Punkte, um 9 Highscore zu kriegen. Ja, sehr schön. Nicht. Mann. Okay. Jetzt haben wir 9 Highscore. 10-2. Steht's jetzt zum ersten Mal zweistellig. Ach. Möchte aber noch mehr Punkte haben. Weil es jetzt nicht unbedingt gesagt, dass das gleich eine neue Medaille ist. Deswegen. Mehr. Na los. Na. Ey. Nee, wird nichts mehr. Doch. 11-3, okay. Perfekt. Vielleicht noch ein Tor, aber das wird jetzt wirklich schwer. Nee. Okay, 2 Punkte mehr als vorher. Mal gucken, was das bringt. Vielleicht haben wir jetzt eine neue Medaille gewonnen. Mal schauen. Vielleicht brauchen wir auch noch mehr, wer weiß. Ja, reicht für die Medaille. Wir haben Gold gewonnen. Sehr schön. Gold-V-Rang haben wir erhalten. Und somit können wir direkt mit dem nächsten Spiel fortfahren. Ey, das ist ja perfekt. Oh, Billard war das. Okay. Goldmedaille bei Billard machen wir. Ja, let's go. So. Vor allem müssen wir schaffen, dass wir möglichst wenig Stöße brauchen und möglichst wenig Fouls verursachen. Die Zeit spielt hier ja keine Rolle zum Glück. Perfekt, perfekt. Gleich mal 2 Kugeln eingelocht. Das war schon mal gut. 4 und 6.
So, als nächstes die dort. Okay, es könnte etwas schwieriger werden. Vielleicht habe ich aber Glück heute. Wer weiß. Und vielleicht kriege ich es ja hin. Okay, eine andere. Aber ich habe die ja trotzdem angespielt, ne? Deswegen müsste das eigentlich zählen. Ja. Okay, perfekt. Ja, die sollte nicht schwer sein. Vielleicht kriegen wir gleich beide rein, wenn ich hier so mache. Aber nicht unbedingt. Na, das ist ein bisschen zu riskant eigentlich. Ne, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, deswegen. Oder wir machen mal so. Und dann machen wir mal so. Ja. Oh nein. Ach, komm. Ey, komm. Das hätte ich jetzt echt nicht ahnen können, oder? Dass das passiert, also bitte. Ja gut, ein Foul haben wir jetzt schon mal gelandet. Ich hoffe, das ist jetzt noch nicht allzu schwerwiegend. Ja, machen wir mal in die... In das... Oh, Mist. Ja, das war jetzt so nicht gedacht. Mann, ey, das gibt's ja nicht. Okay. Wir versuchen einfach mal, ne? Ah, okay. Ins andere Loch. Passt. Nennt man das eigentlich so beim Billard? Tor? Oder nennt man es Tor? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay, versuchen wir das mal so. Ey, come on! Wie hätte ich das ahnen sollen? Echt jetzt? Mann. Okay, jetzt aber mal. Warte, ich versuche jetzt wirklich meine Fernbedienung festzuhalten. So. Damit ich die Kugel nicht falsch platziere, genau. So, und... Ja, okay. Bin ich zufrieden. Aber sie liegt jetzt hier halt nicht so gut, aber gut. Gucken, was wir da noch rausholen können. Fast. Es war mehrmals knapp. Okay, machen wir mal ein bisschen so hier. Mal schauen. Ey! Ja, schön. Und der Punkt zählt dann übrigens gar nicht, wenn man einen Foul macht. Kriegt man keine Punkte. Also es war es bis hierhin schon mal sehr schlecht. Weil einfach immer wieder diese verdammte Weiße in der Tasche landet, wirklich. Ist echt nicht wahr. Ja, wieder fast. Was? Hä? Ist sie nicht da drin gelandet? Oder bin ich jetzt vollkommen bescheuert? Also die 8 meine ich jetzt. Ja. Ja, okay, das wird schon mal gar nichts jetzt. Ja, was soll ich da machen? So? Oder andersrum? Andersrum. Keine Ahnung. Ach so, und noch ein Foul am besten. Weil wir hatten noch nicht genug Fouls. Okay, doch nicht. Ach ja, Leute. Tja, wollte jetzt eigentlich etwas doller machen, aber hat nicht so wirklich funktioniert. Okay, neuer Versuch. Yay, wir haben es geschafft. Cool. Yay. Minus 9, 3 Fouls, 13 Stöße. Ja, das war deutlich schlechter als beim ersten Mal. Deswegen werden wir hier nichts bekommen dafür. Und wir versuchen es gleich nochmal. So, beim ersten Mal hat man ja auch, vor allem, da muss man auch schon etwas Glück haben einfach, dass man da viele trifft. Also, dass viele, meine ich, schon reinfallen eventuell.
jetzt schon? Ah ja, die zwei, okay. Oh, hier sind ein paar hintereinander. Das könnte nützlich sein vielleicht. Ich weiß nicht. Wir gucken einfach mal, was passiert. Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung. Okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Ey, was ist los? Oh. Nichts. Nichts Tolles ist passiert. Okay. Cool. Nice Sache. Ja, was machen wir da jetzt? Oh, eine fällt rein, okay. Das war welche? Die 1? Ja. In der Tat. Okay. Jetzt folgt die 3 ist das. Die muss jetzt angespielt werden. Na? Boah, ganz knapp am Foul vorbei. Das war haarscharf. Die Fouls nehmen uns wirklich mächtig Punkte weg. Müssen wir um jeden Preis vermeiden. So. Na, Moment, was ist das jetzt? Die 4. Okay. Na dann. Go! Oh, was? Wieso jubeln sie so? Was ist passiert? Oh, 4 und 8. Okay, habe ich gar nicht so genau gesehen gehabt. So, kommt jetzt die 5. Ach, die kommen echt immer nacheinander. Ah, das fällt mir jetzt erst auf. Das fällt mir echt erst jetzt auf, ne? Oder ist das jetzt gerade Zufall? Dass man die so nacheinander in der Reihenfolge anspielen muss. Schade. Dann jetzt wieder die 5, ne? Supi. Okay, machen wir mal hier so. Das ist sicherer, habe ich so das Gefühl. Schade. Schade, schade. Okay, aber das sollte gut funktionieren, oder? Na, vielleicht. Wenn ich Glück habe. Nee, habe ich nicht. Oder? Nee. Nein, nein, nein. Aber diesmal, Leute. Diesmal. Und? So. Ja, okay. Hä? Aber ganz ehrlich, wie konnte das jetzt passieren? Das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn sie dagegen, dann müsste sie doch den ganzen Weg wieder eigentlich zurückrollen und nicht dann selber. Also, es macht doch gar keinen Sinn. Verstehe ich nicht, Leute. Nee. So, wir legen die Weiße rein, natürlich dort. Mist, das war jetzt noch nicht mal so gut. Egal. Ah, Mann. Knapp daneben ist auch vorbei. Wie immer. So, jetzt kommt natürlich die 6. Immer noch. Aber nach wie vor geht sie nicht rein. Bisschen hier die Pro-Ansicht verwenden. Vielleicht bringt's ja was. Das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Ey, ich kann nicht mehr schlagen, oder? Ich kann's nicht mehr. Oh, okay. Perfekt. Weil ich jetzt von weiter oben gemacht habe. Das war wahrscheinlich das Erfolgsrezept. So, tatsächlich, jetzt kommt die 7. Kann ich ja nochmal versuchen. Wenn ich jetzt von hier oben nochmal schieße.
Boah, wird dann echt. Seht ihr das, den Drall? Das ist schon tatsächlich, es macht was aus. Aber es muss jetzt nicht unbedingt was besser machen als vorher, also. Warte. So. Okay. Versuchen wir es mal. Ah, perfekt. Okay, das war die 7. Dann folgt jetzt die 9. Denn die 8 haben wir schon reingetan. Reingetan haben wir sie. Wir sind schon bei Stoß 15 einfach. Zwischen. Yes. Sehr schön. So, was macht das jetzt? Wir hatten ein voll, oder? Zwei? Ne, ein. Ja, wieder 33. Genau die gleiche Punktzahl. Ich hab's aber echt mit den gleichen Punktzahlen, oder? Das hatte ich jetzt schon so oft, dass ich mehrmals hintereinander exakt dieselbe Punktzahl erreicht hatte. Jetzt schon bei anderen Spielen auch. Ah, das gibt's nicht, Leute. Okay, noch einmal machen wir. Auch wenn die Zeit knapp wird. Ich versuche mich zu beeilen diesmal. So, mach ich mal von hier ganz unten diesmal. Leute, diesmal. Bam. Schon mal gar nichts gebracht. Sehr schön. So, machen wir jetzt die 1 natürlich. Zuerst. So, wieder von hier oben. Tja. Trotzdem nicht. Also hat nichts gebracht. Okay, das sollte aber hinhauen, oder? Ja, hat nicht funktioniert. Ach komm! Was? Verstehe ich nicht. Ich versteh's nicht, warum mein Ball das macht. Die Kugel. Sei die Kugel. Ah. Okay. Machen wir mal von hier unten. Ja. Besser. Ich glaube, ja. Boah, wie soll ich denn das jetzt machen? Ey. Tja, wie soll ich denn die anspielen? Okay, dann muss ich erst dort gegen machen und dann die andere, sonst kann ich die gar nicht anspielen. Und wenn ich sie nicht anspiele, dann wisst ihr ja, kriege ich einen Foul. Reingedrückt. Was denn? Ach so, ich muss sie direkt anspielen? Hä? Ja, wie hätte ich das jetzt machen sollen? Über Bande oder was? Okay, Leute, das lassen wir mal. Das hat jetzt eh schon wieder nicht so gut angefangen. Deswegen werde ich es nochmal in der nächsten Folge versuchen. Wir haben in dieser Folge ja hier wunderbar die Goldmedaille beim Laserhockey erreicht. In der nächsten Folge werden wir nochmal die Goldmedaille beim Billard versuchen. Ja, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bitte gebt einen Like auf das Video, wenn es euch gefallen hat. Oder ein Dislike, wenn es euch nicht gefallen hat. Aber dann schreibt bitte auch, was euch nicht gefallen hat. Ja, ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Also dann, bis zur nächsten Folge von WePlay und ciao!